Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, ne, Silver's Veil ist schon lange vorbei und ja, die haben jetzt ein neues Video hochgeladen. Da zeigen die einfach hinter den Kulissen, was alles so passiert ist. Ein Interview von anderen Leuten und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Der Titel heißt Körperliche Gebrechen nach 14 Tagen, was nach der Abholung geschah. Silver's Veil, BTS, Folge 12. Ja. Beschreibung, oder besser gesagt, der Link ist in der Beschreibung, wenn ihr das anschauen möchtet. Bei denen ist auf jeden Fall dabei. Ja, wir fangen jetzt an. Das sind die Teilnehmer, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Die haben es halt geschafft, Silver's Wald 14 Tage zu überleben. Drei Gruppen und wir gucken die jetzt uns an und ja, mal gucken, was passiert. Prost! Ja, Fazit von Staffel 3. Erstmal das Wichtigste, alle leben. So, das ist immer das Wichtigste und natürlich auch, dass keiner jetzt krass verletzt ist. Der eine oder andere hat vielleicht ein paar Kilos abgenommen, dafür schöne Erfahrungen gesammelt oder auch Erfahrungen gesammelt, die er vielleicht nicht nochmal braucht in seinem Leben. Ist ja auch was wert. Ja, ich würde sagen, dass das die Staffel ist bisher, die am. Wirklich, ey. Diese Staffel, ich habe es jetzt blöd zu sagen, dass das die beste Staffel ist für mich, weil das ist die erste Staffel, die ich geguckt habe. Komplett, weil so Staffel 2, also Staffel 1 habe ich gar nicht mitbekommen, Staffel 2 schon und aber Staffel 2 habe ich so ein, zwei Folgen geguckt und das fand ich jetzt nicht so cool wie Staffel 3. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Staffel war für euch am schönsten? Ich fand es einfach, diese Staffel war einfach so herzlich von allen, ne? Es war halt, ich meine, die waren alle so cool und einfach alle so liebevoll. Sascha Huber, Knossi, dann Hanna und Affe, die waren alle so top und hat mir richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Das, ja, Hammer. Ja, das ist auch schon schön, wenn man weiß, Folge ist vorbei, die letzte, und keiner hat da irgendwie jetzt so krasse Nebenwirkungen bekommen, ne? Keine Krankheit oder keine Verletzungen. Das ist schon cool, dass sie da alle schön heile rausgekommen sind. Aber gut. Meisten Varianz geboten hat. Ne? Von Wildchen, von der Location, von den Teams, von dem, was passiert ist, von den Charakteren. Super spannend und einfach geil. Und ich glaube auch, klar, ich bin Teilnehmer, aber auch aus Zuschauersicht gelungenes Projekt. Ja, voll. Ich fand's wirklich sehr abwechslungsreich, weil einfach Joel Kelly dabei war. Einfach komplett einer, der einfach sich so gut auskannte mit Überleben. Dann sage ich mal Papa Platte. Ne? Ich glaube, der spielt, glaube ich, nur am Rechner. Hat gar keine Ahnung mit Survival, aber hat das gemeistert. Und das fand ich eigentlich auch voll schön, so zu sehen. So zwei krasse Unterschiede. Ne? Einer, der sich richtig gut auskennt mit Survival und einer, der eigentlich gar keine Erfahrung hat oder ein bisschen Erfahrung gemacht hat und das auch geschafft hat. Und das fand ich richtig schön. Und bei Hanna und Affe fand ich es eigentlich schon richtig cool, dass sie dann noch so ein Dorf gefunden haben. Und einfach, ja, es war wirklich viel Abwechslung, ne? Und Knossi und Sascha, das hat man auch niemals gedacht, dass sie mit Netz, was sie von Kumpel bekommen haben, einfach so viele Fische bekommen hätten. Oder dass man überhaupt so viele Fische angeln kann. Das war schon cool, das war schon cool, ja. Joel Kelly ist auf jeden Fall für mich sehr inspirierend. Oh, ich habe auch wirklich mal Lust, mit ihnen mal so 14 Tage zu machen. Ich weiß nicht, ob ich sowas schaffe. Ich habe es ja noch nie ausprobiert. Aber mit Joel Kelly, ich glaube, ist der beste Teampartner, den ich mir wünschen kann, ehrlich gesagt. Der ist so mental einfach fit. Der ist mental da. Der kann zuhören, wenn du Probleme hast. Du kannst mit ihnen reden. Und das schätze ich sehr wert bei ihnen. Schon cool. Oh, du riechst lecker nach Feuerchen. Du riechst nach Feuer, sagt sie. Krass. Als Dankbarkeit für dieses wunderschöne Land. Ja. Hat nicht auch funktioniert? Nee. Ist das cool von Joel Kelly, ne? Der einzige Kandidat, der wirklich mal den Müll mitnimmt, glaube ich. Schon cool. Schon cool. Und dann so viele, haben wir eine ganze Tüte voll. Hammer. Hammer. Wenn die das auch.
ne, wenn ihr in der Natur seid und wenn ihr was findet und so eine Tüte dabei habt, schmeißt es da rein, nehmt es mit aus dem Wald. Da hat Joel Kelly auf jeden Fall ja recht, ne? Bisschen dankbar sein für die Natur. Ja, cool. Hammer. Fahren wir den Dreck erstmal weg, das sortiere ich in Ruhe. Gleich. Gut riechen, weißt du, ich rieche wie ein Schwein. Ich habe 2 Wochen nicht geduscht. Das Meer ist so arschkalt. Ja, das wissen wir. Cool. Joel Kelly und Jan. Fazit. Und kurz vor knapp. Okay, Jan, Full Send. Du gehst rein mit keinem gewisseren als Joey Kelly. Kapazität. Eigentlich wohl bekloppt, ne? Stellt mir vor, ja, ihr seid eigentlich nicht dabei, weil Team ist schon ausgewählt, dann hat einer irgendwie ein Kandidat irgendwie Scheiße gebaut und du springst ein und denkst so, what, Alter, was, wie jetzt, ich komm noch mit rein und dann bei Joel Kelly. Schon cool, schon geil, ich feier das. Jan und Joel Kelly waren ein gutes Team, finde ich, die haben so sich so ergänzt, ne? So eine alte Generation und so eine junge Generation zusammen und die haben sich irgendwie gut vertragen, haben sich irgendwie miteinander geholfen, sich akzeptiert zusammen. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Team, fand ich. Einfach, das war schon schön. So Jan war so gefühlt der Sohn, der hat was gelernt von Joey Kelly. Ja, schon cool. Ich nehme viel mit. Also es war... Danke. Für mich sehr spannend, neue Erkenntnis, eine neue Herausforderung. Für mich ein gigantisches, sag ich mal, Challenge. Danke einfach, nur danke, dass ich dabei sein darf, dass man halt das machen darf, dass man immer noch die Power hat, das zu machen. Es geht wirklich um etwas Essentielles. Es geht um Survival, um Überleben. So eine Survival-Situation, kein Essen, viel Langeweile, für mich überhaupt kein Spaß dabei dann irgendwann mehr, sondern wirklich nur noch durchziehen. Nach ein paar Tagen hat sich rausgestellt, okay, Paradies, ja, für einen Tag okay, aber jetzt Scheißdreck, das ist so langweilig hier, es gibt keine Ressourcen, bitte holt mich aus dem Paradies raus. Ich würde es jederzeit wieder machen, definitiv. Ich finde es sogar spannend, an meinen persönlichen, sagen wir mal, weiteren Limit, dass man sagt, man setzt noch eine Woche drauf. Ich weiß. Schon bekloppt, noch eine Woche. Alter, das ist so krass. Dass man das so aushalten kann, ne? So ein Mensch, der einfach, ich nehme mich mal, der noch nie das gemacht hat, so 3-4 Tage in der Natur, ohne Essen und Trinken. Ne? Klar, ich war 3 Monate in der Natur und habe 3 Monate einfach bei Portugal, in der Schweiz, in Kroatien gelebt, mit Zelt. Und wir haben den Zelt wahrscheinlich nur 2-mal aufgebaut in dieser Zeit, weil es einfach immer Sonne war. Dann haben wir bei den Klippen geschlafen, dann irgendwie in kaputten Häuser am Strand, ganz viel Strand auch, sehr schön, unter den Küsten oder an den Küsten. Und ja, es ist wirklich geil, aber ohne Essen und Trinken 3 Wochen. Boah, diese Vorstellung ist schon heftig. Krass, dass Joel Kelly so, weil diese 3 Wochen... würde der auch schaffen, glaube ich. So, der hat einfach diese Kraft, ne? Diese Power, das irgendwie durchzuziehen. Schon heftig. Krass. Bis jetzt, dass es ohne Essen und ohne Ressourcen geht, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man dafür Erfahrung haben muss, viel für tun muss, mental, und dass es dann geht. Irgendwann werde ich das hinkriegen und deswegen werde ich es irgendwann nochmal machen, aber cool. Nicht zeitnah. Verzage nicht, ich bin doch schon da. Hallo. Als jetzt diese geile Rede war und die Sonne so drauf geklatscht hat, bevor alle dieses wunderschöne Ding hier bekommen haben, war mir auf einmal so schwindelig und ich dachte, wenn ich mich jetzt nicht hinsetze, dann macht's plupp. Ja, aber sonst geht's mir gut. Sehr gut. Ja. Also die Überlegenschancen sind jetzt nach den 2-wöchigen Strapazen schon gering. Ne? Also ich möchte den Anwesenheit der Patientin jetzt nicht so sagen, aber ich sehe da jetzt fast genauso schwarz, wie sie selber vorhin, als sie zusammengesackt ist. Das war ein Witz, ne? Für die das nicht verstanden haben. Die überlebt's. Macht Hoffnung. Das ist gut. Das gefällt mir. Sag, du willst das nicht. Nein! Was da unten? Oh nö, da tut's echt... Was, da unten? Hier? Ein Nagel rein? Das kenne ich gar nicht. Okay, krass. Scheiße. Weh. Hi. Kann ich auch machen? Und ich bin so ein Mensch, ich hasse es,
Dinge nicht mitzubekommen. Ich will bei allem immer dabei sein. Und jetzt liege ich hier und alle sind da drüben und es kotzt mich an. Scheiße. Das Ding ist an sich nicht schön, das will ich auch so. Ausgewogene Mahlzeit. Wir haben hier Chips, ne? Oliven und Beeren. Das ist geil. Cool. Guck mal, sie wird schon. Das fand ich halt auch sehr schön. Warte mal, ich spüre euch. Hier, ne? Das hier, das Haus hier, was die da hatten. Das fand ich eigentlich so cool, ne? Habt ihr das auch so cool gefunden? Ich weiß nicht. Ich fand die Matratze, was sie gebaut haben, eigentlich richtig cool. Das war ja gefühlt so dick. Voll mit Moos, mit Blättern und von dieser Tanne oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das riecht auch so gut, wenn man das so reibt. Voll cool. Und dass sie auch so einen Korb gebaut haben aus Rinde. Und was haben die noch gemacht? Einen Tisch haben die gemacht. Affe hat ja noch einen Bogen gemacht. Joel Kelly hat einen Bogen auch gemacht. Der hat auch richtig funktioniert. Das war auch richtig cool. Die haben wirklich was geschafft, ne? Die haben wirklich was Cooles gebaut. Und Trimax, der andere Teilnehmer von ihnen, ne? Der Teampartner, er hat ja einfach ein Schachbrett gebaut. So cool. In der Natur einfach ein Schachbrett. Der hat erstmal alles schwarz gemacht mit Kohle und dann rausgekratzt, diese Vierecke, und dann wurde das dann weiß. Und dann hast du einfach ein Schachbrett gehabt. Schon cool. Schon cool. Dass sie so einfach so eine riesen Krake sage ich schon, wie nennt man die? Krebs, dass sie so einen riesen Krebs gefunden haben. Schon geil. Ich glaube, die haben es auch getötet und gegessen. Ey. Aber da war nicht viel Fleisch dran. Ah, schon cool, schon cool. Mein, was ich mal gegessen habe, was ein Tier war, glaube ich, war nur ein Grashüpfer. Ich glaube, es war nur ein Grashüpfer. Ich bin so mehr so der Kräutertyp. Ich esse mehr so Kräuter und versuche irgendwie Obstbäume zu suchen. Ja, aber da hast du ja keine Chance. Ne? Da hast du ja ein paar Bäume. Das fand ich auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das für euch auch so war. Dass leider, sage ich mal, nicht so, oder dass leider die Teilnehmer gar keine Erfahrung hatten mit Pflanzen. Und das hab ich mir ein bisschen gewünscht, so dass einer so kommt und sagt so, ey, schaut mal, man kann diese Wiese hier essen, man kann diese Blätter vom Baum essen, man kann diese Pflanzen essen und die ist gut für den Magen-Darm, weil man jetzt wenig isst. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber das ist halt auch immer das Problem. Denn in Deutschland kenne ich mich viel gut aus mit Pflanzen, aber wenn du irgendwo in Kanada bist, zum Beispiel, dann gibt es wahrscheinlich wenige Pflanzen, die du kennst. Ne? Aber, ja. Das ist trotzdem eine geile Folge. Hammer. Serie gewesen. Sylvester Wald. Ich mecker nicht. Ich meine nur, das ist schon cool eigentlich, wenn es jetzt sowas noch gäbe, wie wenn einer sich so auskennt mit Kräutern. Das wäre schon cool. Der selbstgebaute Stuhl. Also Fazit ist, dass es eine geile Zeit im Leben war, die man einfach nie wieder vergessen wird und die man auch nie missen möchte. Das war ein schöner Urlaub mit dir. Ja, ja. War hier ein schöner Campingtrip. Ich glaube, dass wir da, obwohl wir so verschiedene Menschen sind, das kann man sich nicht vorstellen, wie Tag und Nacht haben wir dieselben Werte. Und das ist das, warum wir so gut durchgekommen sind. Das war schon einfach geil. Darf man das so ganz eingebildet sagen, die das war so wirklich gut. Geil. Wirklich im Nachhinein. Wir haben das so oft erwähnt und uns überlegt und dachten so, das ist jedes Item. Krass ausgewählt. Müssen wir jetzt ein Item benennen, was uns wirklich gut gefallen hat im Vergleich zu den anderen, dann würden wir beide vermutlich das Multitool wählen. Da war alles dran. Zum Abkochen haben wir halt immer die Zange gebraucht. Das heißt, ohne Multitool wäre das einfach echt Kacke gewesen. Und was wir nicht so gebraucht haben, ja, die Säge hätte nicht sein müssen, weil wir halt kein Baumaterial hatten. Selbstverletzung. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
mit dir nochmal 14 Tage irgendwo. Ja, nochmal Urlaub bist du einfach. Also ich glaube, allein wäre jetzt nicht so meins, glaube ich, aber so fand ich es echt entspannt. Warum? Das finde ich eigentlich auch sehr interessant, wenn man selbst mal so eine Flasche mal ausprobiert einzupacken und selbst mal zu gucken, was man selbst mitnehmen würde. Das würde mal wirklich mal interessant sein, ne? So ein Multitool ist schon geil, das stimmt schon, ne? Dann kannst halt wirklich damit Sachen anpacken und angreifen. Ich würde nicht wissen, weil genau, was ich, was für eine Flasche oder was ich in meine Flasche packe, ne? Ich habe jetzt viel gelernt von Seventh Wild. Schreibt mir gerne auch mal in den Kommentaren, was ihr gelernt habt, weil ich habe wirklich gelernt von Knossi und Sascha, diesen Netz, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Der ist einfach so cool. Die haben ja jeden zweiten Tag, glaube ich, einen Fisch geangelt. Das ist so geil, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Sowas. Was würde ich denn noch mitnehmen? Auch vielleicht so eine Angelschnur. Ne, ich glaube, Joel Kelly war das. War das Joel Kelly? Ich weiß gerade nicht. Die haben so einen ganzen Batzen Seil gehabt. Ne, auch Sascha und Knossi. Die haben so viel Seil gehabt. Und du konntest mit Seil halt alles bauen. Du kannst eine Angel bauen. Du kannst vielleicht einen Bogen auch damit bauen. Ich weiß nicht. Du kannst halt Sachen verbinden. Ne? Dein Dach oder dein Shelter verbessern. So Seil. Dann den Netz. Das Netz. Und ich weiß nicht, ein Wasserfilter weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht kann man selbst einen Filter bauen in der Natur mit Stein, Kohle, Sand. Deswegen spart man das vielleicht. Ja, schon interessant, ne? Was würde man mitnehmen, ne, wenn man selbst so eine Flasche hat? Ja, interessant. Na gut. Nicht nochmal. Schönes Team gewesen. Hat auch wirklich Spaß gemacht, die zuzugucken. Man hat auch wirklich viel gelernt von denen, weil die halt wirklich viel ausprobiert haben. Ne? Die haben einfach Rinde genommen von Bäumen, haben da dann einfach Sachen rausgebastelt, dann haben die einen Bogen gebaut, dann haben die alles ausprobiert, Muscheln gegessen, Krebs gegessen. Ich glaube, Fische haben die auch gegessen, 2-3 Stück. Diese Algen hat die probiert. Die haben halt einfach alles ausprobiert. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, dass man einfach so viel lernen kann in der Natur. Was kann man essen? Jetzt habe ich gelernt, man muss aufpassen bei Muscheln, ne, weil die ja so ein, ich weiß nicht, was genau das war. Ne, das macht die Muscheln rot, wie ich das gehört habe. Man sieht das aber nur, wenn man die kocht, dass sie rot werden. Irgendwie sowas. Die sind halt totgiftig, wenn man so, keine Ahnung, 10 Muscheln frisst oder sowas. Auch richtig wichtig zu wissen, ne, wenn man selbst mal wirklich mal, auch wenn du mal Urlaub machst, ne, dann bist du mal dort und denkst so, ah komm, ich mach mal so 2-3 Tage mal survival ich mal aus Spaß, einfach mal auszuprobieren und dann isst du aus wie die Muschel. Und so weiß man jetzt so, okay, ich habe ein bisschen von Seventh Wild gelernt, schon cool. Barfuß. So geil, Barfuß-Flugzeug fliegen. Auch gut. Das ist ja no joke wie eine Landung aus einem Cartoon, Alter. Ja, der war noch schlimmer als der erste. Ja, Alter, Mann. Und entspannter Flug. War geil. Oh, der Flug war mega geil, Alter. Hoch, runter, geile Wasserlandung. Alle haben es gesehen, mega fett. Brauche ich auch nicht. Das brauchst du nicht, Gerrit. Was passiert jetzt? Boah, wenn Wills Folge, wenn Staffel 4 noch wirklich rauskommt, boah, schon Bock drauf. Ich würde, glaube ich, auch eine Bewerbung schicken. Ich würde niemals angenommen werden, weil ich einfach unbekannt bin, weil man mich einfach gar nicht findet, ne? Denke ich, das ist halt klar, ne? Aber mal gucken. Schreibt mal gerne mal in den Kommentaren, ob ihr auch euch sowas traut, euch dort zu bewerben. Wäre auch mal interessant zu wissen, ob ihr das gerne gucken wollt nur oder ob auch mal dabei sein möchtet. Ja, ich hab eigentlich schon Bock drauf. Ich habe da Lust drauf. Mir fehlt das sowieso, so ein Team zu haben oder mit YouTubern viele Sachen zu machen. Ne? Ich bin jetzt gerade nur alleine. Ich habe ja auch Sortes noch, ne? Mit denen mache ich auch ein paar Videos. Aber
Es ist auch so schön wie die, ne? Die treffen sich alle zusammen, lernen sich alle kennen, alle YouTuber, und ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Ja. Kannst du mir das sagen? Die Kamera hallo. Weiß das auch hallo. Nicht. Hallo. Ich bin eher so der Typ, ich bin so Typ Team Boden. Team Boden. Team Boden, das ist so meins. Ja, hast du gemerkt, dass du hoch und runter gehen? Alter. Wie kann man das nicht gemerkt haben? Ja, ich hab gesehen, dass du gelenkt hast, und dann war eben völlig vorbei. Weil ich mir dachte, jetzt lässt er den als Steuer. Echt? Und dann ging's los, so. Dann ging's los. Okay, ich muss es wieder zurücknehmen. Die Naturensöhne haben ja hier. Ich habe ja gesagt, dass ich fand jetzt Hanna und Affe ihr Base, ne, ihr Schlafplatz und sowas richtig gut. Aber stimmt, die Naturensöhne haben ja einen richtig guten Shelter gebaut aus wirklich richtig schön, so ab so schräg, dass das Wasser runterläuft, dass du nicht so viel bekommst. Links und rechts Wände nochmal. Dann hast du vorne nur eine Öffnung, wo du raus und reingehen kannst. Folie rüber über das Dach. Und oh, das war wirklich das beste Haus. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht diese ganze Anstrengung hat die wahrscheinlich, sag ich mal, so erschöpft, dass der Bruder, der Größere, glaube ich, leider dann, ich glaube, diese Magenprobleme bekommen hat. Ich glaube, der hat, Schwindelkeit, ne? So, dass der Kreislaufprobleme bekommen hat. War wahrscheinlich, weil der zu viel gemacht hat auch. Weil so ein Shelter zu bauen ist schon heftig, glaube ich. Ja. Ich kenne das selbst, ich habe einen XXXXXXL-Shelter gebaut mit meinem Cousin und mit meinem anderen Cousin. Und wir haben 24 Stunden gebraut, und das ist ein Riesen-Shelter. Da könnten, glaube ich, 7-8 Leute drinnen schlafen. Das ist heftig, wie lange sowas dauert. Aber 24 Stunden noch. Oho. Aber ja, wir waren auch zu dritt, ne? Ja. Verlinke ich mal. Ich verlinke das mal in der Beschreibung. Guckt euch das gerne an, ist wirklich ein schönes Video. Macht auch richtig Spaß, weil wir sind glücklich, weil wir lachen viel, reden viel, weil wir einfach mal was bauen. Wir bauen was, und das macht so Spaß. Und dann auch übernachten. Wir essen dort eine Haxe und trinken ein bisschen Bier dort. Das ist schon sehr cool. Und ja, viel bauen auch. Ey, das hat lange gedauert. Da sieht man es, ne? Das war, glaube ich, die letzte Folge. Da haben die noch überlegt, sollen wir jetzt noch da bleiben oder nicht. Ja, und dann haben die hier abgebrochen, ne? Weil ne? Ich habe leider den Namen gerade vergessen. Andreas? Heißt der Andreas? Ich glaube, der heißt Andreas. Und der hat halt zu viel leider ein Kreislaufproblem gehabt, ne? Sehr schade, weil das Team war noch voll fit, ne? Die haben keine Probleme gehabt, außer er ist ja fit gewesen. Ich glaube, heißt der Andi? Ich weiß es gerade gar nicht. Er hat leider Probleme gehabt, ne, mit seinem Kreislauf. Sehr, sehr schade, weil ich habe schon Lust gehabt zu sehen, so wie, weil die bauen ja viele bei YouTube, zeigen das, haben auch, glaube ich, so eine Hobbit-Hütte gebaut, sehr schön, könnt ihr auch gerne mal reinschauen, Naturensöhne heißen die, und die bauen halt voll viel, und ich dachte so, oh, ist so cool, so Leute zu haben, die Sachen in die Luft heben und Dach und Wände, da kann man sich, glaube ich, inspirieren lassen. Ja, und dann waren hier zu früh draußen. Sehr, sehr schade eigentlich. Ja. Also egal, wie abgefuckt wir waren oder so, es war trotzdem mega. Diese Natur hier zu sehen, alles. Küste war geil, der Wald sah krass aus, haben wir noch nie so gesehen, logischerweise. Ja, und allgemein war das auch eine coole Erfahrung, einfach mal zu erleben. Du merkst halt richtig, was eigentlich in deinem Leben wichtig ist. Ja. Ich habe so in letzter Sekunde von meiner Frau einen Schal mitgegeben bekommen. So, den hat sie noch mit Parfum eingesprüht. Und da kriege ich jetzt schon wieder ein bisschen Pipi in den Augen. Das ist völlig krass. Also, dass man seinen Lebenspartner nach so kurzer Zeit so doll vermisst, ob wir das jetzt... Du vermisst den Parfüm. Quatsch. Ja, sowas kenne ich auch. Das kenne ich. Ja. Aber ist das nicht wirklich so, dass... Das heißt, er vermisst ja eigentlich
den Geruch vom Parfüm. Klar, die Sporen von der Frau ist ja auch noch dabei. Ne? Das ist auch sehr interessant. Das habe ich mal vor kurzem auch gehört. Das ist wirklich interessant. Ein Pärchen, ne? Mann und Frau treffen sich. Die Frau findet den Mann jetzt sehr hübsch und findet den toll und alles. Und alles ist super. Ne? Weil er ein Deo hatte, bla bla bla. Und das hat irgendwie alles geklappt. Aber wo die gerade angefangen haben, sich zu küssen, da hat es leider passiert, dass der ganze Körper von der Frau geschrien hat, nein, 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 will nicht. Der Speichel hat nicht zusammengepasst irgendwie. Ne? Das heißt, der Geruch hat getäuscht. Ne? Der Körper dachte, oh, schön, gefällt mir voll, tut richtig gut. Aber der Kuss hat nochmal bewiesen, oh, doch nicht, scheiße. Ne, das passt nicht zusammen. Das ist schon sehr interessant, so diese... wie der Körper so, sag ich mal, aussucht den Menschen. Ne? Schon sehr interessant. Könnt ihr, ja, egal, aber ich weiß, was er meint. Das habe ich auch gehabt. Das ist sehr interessant. Ne? Dann vermisst du deine Freundin und dann irgendwann vermisst du einfach diesen Geruch. Das ist voll crazy. Nochmal machen würden. Ich sag mal ja, wenn die Umstände andere sind. Also, also klar, Survival-Situation ist halt das, was es ist. Aber wenn ich so die Aussicht wirklich hätte, ich kann mit meinem Survival-Equipment auch wirklich irgendwie Nahrung beschaffen. Also wirklich realistisch. Dann auf jeden Fall. Ich würde es auch auf jeden Fall nochmal gerne machen, aber wirklich mit der Aussicht, dass wenigstens die Chance ist, Nahrung zu sehen. Ja. Okay, das reicht bestimmt. Ich will sie nur sehen. Ja. Weil wirklich, wie gesagt, der Rest war ja cool. Der Rest war super. Das war aber auch wirklich heftig, was die da hatten. Du konntest nicht im Wald rein, alles Salzwasser, kein einziges Tier läuft da rum. Bei Sascha und Huber wieder, voll lustig. Und Knossi, das war auch richtig interessant. Die haben da Enten gehabt auch. So, bei denen war Fische, da waren Enten. Das war richtig geile Ecke dort. Ja, die haben nicht die Enten gegessen und nicht, ich glaube, die durften das auch, glaube ich, gar nicht. Aber also, ja, schon krass. Und dann haben die einen Wolf gesehen, das auch, ne? Die einzigen, glaube ich, die einen Wolf, ne, Hanna und Affe haben auch einen Wolf gesehen. Ja, ja. Tiere waren da irgendwie, aber nur bei Sascha und Knossi. Dann machen wir mal das Selbstexperiment. Mike, dich nochmal, Fakt. Thank you. You bet. Wenn du so lange deine Haare nicht wäschst und dann jemand deine Kopfhaut krault, es ist das geilste Gefühl, was es gibt. Beim Haare flechten war die Nummer 2, ne? Boah, dann wäschst du mir Haare an Tag 14 oder so. Ich denk mir, geil, wieder fresh. Ja. Nächster Tag sah genauso schlimm aus wie an Tag 9. Aber ja, eben. Kröten sind giftig und du dachtest, oh, die Kröte, die will ich aber essen. Vielleicht war der auch ein Frosch. Nee. Nee, das war, Alter, ich das denke auch, das war eine so Kröte. Alter, okay, bei uns waren die. Wir sehen uns. Fritz und Martin. Ja, das fand ich auch sehr schade. Da habe ich auch so gedacht, so cool. Man lernt jetzt mal von sage ich mal, guten Leuten, die viel Erfahrung haben, über Zweifeln. Aber es ist so schade, dass sie leider kein Wasser gefunden haben. Das war wirklich schade, weil die konnten wir, glaube ich, viel zeigen. Und war ich wirklich sehr traurig, weil ich dachte, ah, schade. Deswegen habe ich auch angefangen mit der Serie, weil Martin, dann Knossi, wegen Martin und Sascha Huber, dachte ich so, cool. Ja, und von Martin habe ich gedacht, so geil, man lernt was und bei Fritz auch. Aber schade, dass sie leider kein Wasser mehr gefunden haben. Und was ist da? Fazit? Nö, nee, war gut, war krass. War krass. Life is a learning, life is a lesson. Und manche haben Süßwasser, manche nicht. Ja. Jo. Ja, die haben auch ein schönes Haus gebaut, fand ich. Hier, ne? Fand ich eigentlich auch sehr schön, diese Wand hier. War schon interessant gebaut. Szene, da überall, wo die jetzt gerade waren und überall Wasser hatten,
war alles voll mit Salz, ne? Alles voll Salzwasser. Ja. Du denkst so, das kann jetzt nicht sein. Das kann doch jetzt nicht gewesen sein. Es gab auch viele Momente, wo wir, auch hier, wir haben ja lange drüber gesprochen, was machen wir, was können wir noch ausprobieren, haben wir wirklich alles gemacht, was gibt's für Optionen, wollen wir noch eine Nacht länger bleiben, um zu gucken, aber was soll sich da verändern? Ja. Und es gab immer wieder Momente, das war total komisch, wo wir in dieser Situation übel viel grinsen und lachen mussten, aber das war eher so ein Überspielen aus Verzweiflung, wo du sagst so, es kann doch nicht wahr sein, dass wir keine Lösung dafür finden. Ja. Aber muss ich mir auch ehrlich eingestehen, wir haben keine Lösung dafür gefunden. Nicht unter den Spielregeln, die wir hier bei Seven Wars Wild haben. Ja. Und das haben wir auch nochmal thematisiert. Die einzige Lösung, die wir gehabt hätten, es war zwei Stück, mit komplett dem Gerödel, was man hätte, den Fluss aufwärts, bis irgendwas passiert. Oder die zweite Variante, die Insel umrunden. Aber beide Sachen sind ja nach Regelwerk nicht wirklich möglich. Ja, das finde ich halt auch schade, ne? Dass sie das nicht durften. Dass sie nicht weiterlaufen dürfen, weil die dann aus Versehen dann vielleicht andere Kandidaten finden können. Weil, oh, das wäre eigentlich auch cool, dass sie nicht nur einen Spot haben und die dürfen nur da bleiben. Das wäre cool, weil, wenn man die, ein kleiner Tipp vielleicht für Simvils Wald, Staffel 4, dass man vielleicht versucht, irgendwie das, dass die Teams abgesetzt werden und aber frei sich bewegen können. Dann trefft sich vielleicht ein Team zusammen, ne? Aber vielleicht gibt es dann die Regel, das Team darf vielleicht maximal nur einen Tag zusammen sein oder müssen die wieder die Wege trennen. Aber dass man vielleicht sich, dass man so sieht, ah, die treffen sich, umarmen sich, hey, wie geht's bei euch? Was geht's? Was habt ihr? Was haben wir? Vielleicht können wir tauschen. Okay, wir gehen weiter. Schau, ne? Viel Erfolg noch und dann geht das Team weiter. Weil das wäre, das würde auch, glaube ich, den Risiko steigen, oder die Chance steigen, dass Martin und Fritz wirklich Süßwasser gefunden hätten, wenn die jetzt wirklich, sag ich mal, ja, den Land erkunden durften, aber die mussten ja im Radius bleiben. Das ist schon sehr schade. Und in diesem Radius gab es kein Wasser. Das fand ich halt schon sehr schade. Ja. Gewesen. Ja. In einer realen Situation wäre das quasi kurz knapp vor Tod gewesen. Wir haben es natürlich nicht so weit kommen lassen und wir haben uns jetzt auch nicht überkrass dehydrieren lassen. Aber wir hätten quasi die Variante gehabt, mit all unserem Zeug oder was man in so einer Situation halt hätte, vielleicht auch sehr, sehr wenig, irgendwie auf Teufel komm raus, diesen Fluss immer weiter ins Landesinnere, wäre man halt irgendwie rein. Oder man hätte die Insel umlaufen. Man hätte die Insel umlaufen, das wäre auch eine Variante, um einfach aus dieser Frontlinie rauszukommen. Mhm. Aber ja, also was heißt das Positive? Es zeigt einfach nochmal, dass die Natur mächtig ist. Und ja, wenn die Natur sagt, fällt aus hier, dann fällt's aus. Richtig. Ist einfach wenn so. Die Tür zumacht. Das ist halt schon heftig, ne? Die Natur ist so groß und wenn du irgendwo aus Versehen, sag ich mal, reingeworfen wirst in der Natur, wo es kein Wasser gibt und du hast gar keine Chance, überhaupt so weit zu laufen mit deinem Körper, dass du dorthin kommst, wo ein Wasserplatz ist, ne? Das ist halt schon heftig, weil manchmal gibt es halt nur Natur, wo es nur Bäume gibt und keinen einzigen Tropfen Wasser, ne? So, die kommen komplett Wüste, ich hoffe, du wirst einfach in die Wüste, Flugzeug stürzt ab und du bist in der Wüste, finde da mal Wasser, da ist schon heftig, ne? Ja, die Natur hat auf jeden Fall schöne Überraschungen, aber kann auch sehr brutal sein, wenn dein Körper nicht da ran, ja, nicht dafür, sag ich mal, gebaut wurde, dass der so eine Umgebung überleben kann, ne? So, das ist, ja, aber, mein Gott. War trotzdem sehr schön mit den beiden. Oh, das ist die Tür zu. Und dann kannst du dich im Kreis drehen und schreien, da hilft trotzdem nicht. Ja. Das ist einfach der Fakt. Würdet ihr nochmal machen? Heißt ja, würdet ihr wieder in die Situation reingehen und wieder kein Süßwasser haben? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also nee. Ja, wir wissen ja, dass es da nicht funktioniert hat. Ja. So, was würde sich jetzt ändern, wenn wir das einfach nochmal stumpf genau an der Stelle wieder probieren? Das ist dann, im Endeffekt ist es ja auch eine Glückssache. Wir hatten ja die ersten zwei Tage. Hatten wir Süßwasser. Genau. Dann gab es aber diese eine Springsturmflut, keine Ahnung, was das ist. Die das quasi ausgemerzt hat. Es hätte auch sein können, dass in diesen 14 Tagen das gar nicht gibt. Ja, wenn das Zeitfenster gepasst hätte, wegen Mond, Ebbe, keine Ahnung was, dann hätten wir halt einfach Schwein gehabt. Ich weiß noch nicht, wie die ausgelöst wird, aber sie war da und hat uns quasi volle Bude. Einmal das Trinkwasser komplett zunichte gemacht. Ja, so. Danke. Dann, ja, da sieht man es halt, ne? Survival, oder Martin hat, ja, der ist halt, sag ich mal, auch ein bisschen angeschlagen, traurig, ein bisschen... Ja, es ist,
Es ist für ihn sehr schade, ne? Weil er hat, glaube ich, richtig Lust gehabt und dann kommt irgendwie, ja, das Wichtigste, ne, Wasser, und das ist halt weg gewesen. Und das war halt, das ist so eine, sag ich mal, kleine Sache, die eigentlich voll wichtig ist, halt alles, sag ich mal, ne, alle Projekte, sag ich mal, ins Sand geschlagen hat. Schon schade. Die Leute von der Insel sind jetzt gekommen, heißt Rest von der Crew, natürlich die Teilnehmer, die ausgeschieden sind, aber auch die, die durchgekommen sind, stehen jetzt da hinten, sind gerade mit dem Wasserflugzeug gelandet und heute Abend werden wir hier in der Painters Lodge dann unsere Party feiern. Und jetzt steht hier der Rest vom Schützenfest, die Leute, die im Campbell River geblieben sind, stehen hier auf dem Steg und begrüßen die. Schwenk. Johannes hat eine Kamera in der Hand. Muss irgendeine Staffel geben, in der die Leute, die hinter der Kamera sind, auch mal ein, zwei Wochen in die Wildnis gehen. Ich will dich mal gerne sehen, wie du das machst. Dich, Max, Rico, das würde ich mir wünschen. Wenn ihr das auch so seht, eins in die Kommentare. Das wäre mal. Ja. Ja, schreibt mal eins in den Kommentaren, wenn ihr das aussehen möchtet. Ja, schon gesagt, ne? Der Link von diesem Video ist in meiner Beschreibung. Klickt rein, schreibt in den Kommentaren einen Daumen hoch, das tut den gut. Aber was? Ja, das ist. Ja, mach doch mal! Ist nicht zu toppen, was du hier gemacht hast. Ach komm, ihr habt schon gesehen. Aber super. Ja, ja. Das meinte ich am Anfang des Videos. Deswegen mochte ich Staffel 3. Die waren alle so herzlich, ne? Die waren so alle so, so toll. Ich fand das so super. Ich fand das wirklich sehr herzlich von allen. Das hat richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Und einfach weil die einfach alle natürlich waren, ne? Und ja, Hammer. Das war schon cool. Easy, oder? Geil. Danke für die Einladung. Danke. Vielen Dank, dass ich machen durfte. Stark, Tobi. Herzlichen Glückwunsch. Aber Leistung. Riesen Respekt. Danke. Gerne. Aber die wichtige Frage ist, konntest du dein Bauprojekt abschließen? Ja, es wäre natürlich weitergegangen. In 4 Wochen hätten wir 2 Etagen. Boah, ja, ey. Was der gebaut hat, war richtig schön. Er hat, die das ja miterfolgt haben, wissen das ja. Der hat ja so eine Höhle rausgebuddelt mit Jan. Und dann hat der dann am Ende noch, wo der alleine war, noch so Wände hochgebaut. Und ein Dach hat er auch mit Jan noch gemacht. Und oh, das war schon geil. Die Wände waren nicht komplett fertig, aber es, boah, es hat so gut ausgesehen. Das war richtig interessant. Aber es war gigantisch. Danke, dass du da warst. Ich danke. Wirklich. Ich danke. Mega Bereicherung, die Community hat sich so gefreut, als du zugesagt hast. Ich danke. Also, ich dachte, der YouTube. Ja, ich fand es auch richtig schön, dass er da dabei ist. Irgendwie so, so ein paar Jungs. Schreib mal in den Kommentaren, wenn ihr auch das irgendwie cool gefunden habt, dass Joel Kelly dabei ist. Einfach, keine Ahnung, schreibt Joel Kelly rein. Das hilft mir und ja, mein Gott, Joel Kelly tut es auch gut, glaube ich. Dass er so gefeiert wird. Ja, ist es ja auch eigentlich auch. Wir sind ja auch nur ein paar Jungs. Ja, ja, aber nicht jetzt hier Hubschrauber und Flüge und geil. Hollywood. Danke fürs Lob. Ich danke. Papa Platte, Rizzi. 3, 2, 1. Das war auch so ein richtig gutes Team gewesen. Die waren so zusammen. Die waren Hammer. Die haben richtig, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, die auch anzuschauen. Die haben so zusammengehalten, ey. Richtig cool. Shelter gebaut, ne? Die haben Trinkwasser eigentlich die ganze Zeit gehabt. Das war schon cool, ne? Ja,
Hammer, die haben dann am Ende nochmal den Shelter noch ein bisschen besser gemacht. Ja, war schon cool. War schon cool. Hat mir auch richtig gut getan zu sehen, ey, ne, die sind mal draußen, die haben mal, sag ich mal, viel Zeit gehabt, über sich nachzudenken, die haben viel abgenommen. Es war ja alles positiv, ne? Klar, es war mental einfach heftig. Kann ich mir gut vorstellen. 14 Tage, du wirst ja, ey, du drehst ja komplett durch, ey. Das ist ja so langweilig irgendwann. Ja, schön, ey, aber schön, dass sie das so geschafft haben. Feier ich wirklich. Aber ich habe irgendwie gehört, dass sie sehr, sehr viel Kritik bekommen haben. Viele Hater haben auch gesagt, dass sie irgendwie im Tag 3 schon raus sind und ach, die schaffen nichts. Alle Teilnehmer haben auch gesagt, das sind die Ersten, die rausfliegen. Und deswegen fand ich das schon cool für die, dass sie das geschafft haben. Einfach, dass die für sich das beweisen können, ey, guck mal, wir können das auch. Und ey, Leute, unterschätzt uns nicht. Fand ich cool. Die krassesten Gedanken, die ich so hatte, als ich dort war, war wirklich so, ey, hoffentlich geht's irgendwie Familie gut, Freundin, hoffentlich machen die sich nicht so Sorgen, wer weiß, wenn da irgendwas ist. Das hat mich wirklich, wirklich krass gestresst so. Ich habe mir, bevor wir losgefahren sind, einen Opti-Grill bestellt und über den habe ich sehr viel nachgedacht und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was ich alles in den Opti-Grill grillen kann. Wir lagen dann so eine halbe Stunde manchmal, haben nichts gesagt und dann kam so, ey, Digga, meinst du mal, kann Pizzabrötchen im Opti-Grill machen? Das war so geil. Ich habe auch viel über das Thema so nachgedacht, so meine Geschwister, die sehe ich halt nicht so häufig, dass man da ein bisschen mehr so den Kontakt mal wieder sucht und so, weil das ist auch von mir oft überarscht ist und so. Und dass ich auf keinen Fall einem Fritz Meinecke-Projekt nochmal zusage. Das ist das Fall. Wichtigste. Niemals wieder. Nie wieder. Das war einfach zu lang. Fazit zu lang. Auf jeden Fall, aber ich habe wirklich oft drüber nachgedacht, wofür machen wir das und so, lohnt sich das hier, was wir gerade machen? Ich muss wirklich sagen, ich würde es nie wiederholen und ich hätte es auch nicht zugesagt, hätte ich gewusst, dass es so wird. Ja, aber ich bin jetzt, wo es vorbei ist, man fühlt sich so, als könnte man alles schaffen jetzt. Ja. Also, das ist gefährlich jetzt aber. Ich weiß. Nicht, dass du auf einmal irgendwie fucking Bären-Wrestling gehst oder so. Nee, so meine ich das nicht, aber man fühlt sich einfach so on top einfach irgendwie gerade. Das stimmt. Das ist ein Gefühl, was ich schon sehr genieße, so dass man sich so denkt, Digga, wir haben alles abgerissen, Junge. Wir haben die Wildnis bezwungen. Ja, das ist geil. Und dafür hat sich... Ja, ist schon krass gewesen, glaube ich. Ne? 14 Tage, boah, ist schon heftig, ne? Egal, was man macht, ne? 14 Tage ist schon sehr, 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 sehr lange, ey. Hammer. Dass man das so schaffen kann, das ist krass. Und kann ich mir gut vorstellen, wenn du 14 Tage, sage ich mal, hungerst, viel, keine Ablenkung mehr hast, ne? Von Fernsehen, von Internet und alles, wie viel Power und Energie du wieder bekommst, weil du nicht erschöpft bist von Medien, von Internet, von Werbung, von alle möchten mit dir reden und Kommentare und Video drehen und Projekte machen, arbeiten und das fällt dir alles runter und du kannst wieder 2 Wochen lang Energie sammeln. Klar, du hast in dieser Zeit keine Energie, weil du nichts isst, aber man müsste eigentlich wirklich 14 Tage in der Natur trotzdem nur gesund essen, ne? Versuchen wirklich Äpfel zu essen, Äpfel zu finden, Kartoffeln zu finden in der Natur, viele Kräuter zu essen, viel trinken. Bayern, Berge, sehr gut. Wasser ist immer sauber dort ganz oben. Ne? Dann das macht es auch Spaß und du reinigst richtig, hast viel, kannst du viel Energie holen wieder in dein Leben. Für 14 Tage nur, ne? Das ist halt nur, aber ne, du kannst in diesem Zeitpunkt so viel Energie holen. Ich habe auch Bock. Und der Sommer kommt bald. Erst der Frühling, aber der Sommer kommt bald und dann geht es auch bei mir wieder ab. Ich habe wieder Lust, in den Bergen zu ziehen und wieder so paar Wochen oder paar Tage wieder dort zu sein, einfach rumzulaufen mit meiner Tasche und einfach wieder Kräuter dort zu essen, weil da gibt es so leckere Pflanzen. Wasser ist auch sauber, nette Menschen. Schon sehr cool. Das ist gelohnt, würde ich sagen. Das war krass. Das ist meine Erkenntnis. Ja. Hallo. Hallo. Wir sind. Hast du das? Hast du Tropf? Nee, ich bin einfach so schwach durch die ganze Scheiße. Mit dieses Ding in den Arsch gesteckt und alles. Apfelmittel, was hast du dir in den Arsch gesteckt? Ja, das ist die Flasche. Apfelmittel. Diesen Trichter. Ja, das ist ja
das Thumbnail gewesen von dieser Folge. Daher liegt irgendwie Knossi dort und da steht nie wieder mehr. Irgendwas hat er, ne? Scheiße. Weißt du, warum das gekommen ist? Ja, Kacke hart wie Knochen. Der Magen hat ja gar nicht mehr gearbeitet. Für 14 Tage. Ich hab mir das Ding, ich saß da wie ein Fisch an der Badewanne, nackig lag ich da ums Klo drumrum. Todesschmerzen. Scheiße. Und gar keine Kraft mehr. Und dann schwarz vor Augen. Sitzt auf der Schüssel, bist weg. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich brauche jetzt von dir eine Kochsalzlösung, so wie man sich das gibt als Superstar. Von den ganz großen Konzerten, wenn man den Abend vorher zu viel getrunken hat. Weißt du, letztes Jahr war es genauso. Ja, erinnerst du dich? Wie letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr, das hat mir auch gut geholfen, da war ich gleich wieder bei Kräften. Das ist wirklich das, was ich brauche. Kochsalz. Bloß der Arzt ist diesmal kein Kfz-Mechaniker. Ich hatte gar keine Kraft, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Boah. So werden sie besser geschlafen. Krass, alle sind, glaube ich, gut rausgekommen, ne? Aber Knossi hat ein bisschen, sag ich mal, der Körper hat es nicht so verkraftet, glaube ich. Krass. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm. Ein bisschen Kochsalzlösung oder wie man das nennt, rein und dann geht es ihnen wieder gut, glaube ich. Natürlich viel besser. Haben wir es mal wieder geschafft, gell? Hat es geklappt? Dave. Ja, hat geklappt. Ja. Okay, wie läuft das jetzt ab? Jetzt bleibe ich einfach hier liegen. Ja, bleib einfach liegen. Wenn es leer ist? Dann ist super. Dann sagst Bescheid, dann kriegen wir relativ schnell leer sein. Also das ist reicht, oder? Ein Flasch. Ich freue mich, weil das hat letztes Jahr auch so gut geholfen. Ja, das wie jedes Jahr. Das letzte Mal. Ja, ist wirklich das letzte Mal. Letzte Mal, dass wir alle hier gemeinsam sitzen und dir einen Tropf anschließen. Ich sage an der Stelle, Seven Boys 2, nach zwei Staffeln. Das war eine krasse Erfahrung, aber das war's von mir. Macht die Plätze frei, nominiert mich nicht mehr. Ich hätte mich auch nie nominiert. Man wollte nochmal, dass ich komme, nicht mehr nominieren. Ich bin raus. Out. Seven Boys 2. Auch cool, ja, weil es ist halt schön, dass mehr Plätze dann wieder frei werden für andere Teilnehmer. Aber das fand ich halt sehr schade, auch irgendwie, die sind super. Man will die immer gerne wieder sehen bei Seven Vs Wild. Aber das, was schade ist, ich glaube, in den letzten drei Staffeln, ne, das gibt es ja nur drei, da gab es, glaube ich, immer drei, vier Leute, die immer dabei waren. Und die nehmen halt schon drei, vier, fünf Plätze weg. Das ist halt immer sehr schade. Und Knossi hatte, glaube ich, jetzt dreimal mitgemacht oder zweimal. Schon krass. Und Sascha auch. Knossi und Sascha. Fazit. Aber wir gehören auch wirklich bei Seven vs. Wild jetzt zu den alten Hasen. Ne? Oh, die noch. Ach, die schon wieder. Ja. Haben das wieder gemacht, weiß ja klar. Gell? Hier sieht man, das war ihre Angelecke hier. Da haben die einfach alle Fische rausgeholt. Ich glaube, die haben am Ende 50 Fische rausgeangelt. In 14 Tagen. Das ist schon heftig. Krass. Jederzeit mit dir. Immer wieder. Sind wir Freunde fürs Leben jetzt? Ja. Meiner Seite definitiv, ja. Okay, von meiner auch. Cool. Wir sagen jetzt bei drei. Das möchte ich gerne. Das wäre ja auch cool. Die öfter bei Videos zu sehen, die zusammen, die passen auch richtig cool zusammen, machen coolen Content. Mit denen hat es richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Die beiden ist ein gutes Team. Highlight-Items, also ein Highlight-Item bei drei. Eins, zwei, drei. Netze. Angelnetz. Und das beschissenste bei drei. Habe ich doch gesagt, ich würde auch diesen Netz wieder mitnehmen. Der ist so komplett überpowered. Hammer cool. Zwei, drei. Trinkfilter. Ey, wir wissen es ganz genau. Unsere Flasche war sonst perfekt. Ob wir das Ganze nochmal machen würden. Bin mal gespannt jetzt bei Sascha Huber. Da bin ich aber jetzt mal gespannt. Also, wir haben das Ganze jetzt zweimal durch. Panama und jetzt hier auch Kanada. Und wir haben gesagt, in Zukunft wollen wir die Plätze freihalten für die anderen Zuschauer. Es sollen andere jetzt da durchziehen. Ich glaube, wir können sagen, wir haben das für uns einfach gut geschafft. Und treten jetzt mit Stolz ab. Und, ja, interessant. Sascha auch also. Ja, cool, zwei Plätze. Vielleicht habe ich doch nächstes Jahr eine Chance. Ja, schade irgendwie. Weil die waren schon. Knossi war wirklich
für Seven vs. Wild, Staffel 3, ohne Sascha Huber und Knossi am Anfang der, von den Folgen, die waren so wichtig, weil die Folgen waren sehr lang, ne, eine Stunde. Und Knossi und Sascha haben das so irgendwie so spannend gemacht, dass man doch das zu Ende gucken wollte irgendwie. Weil man immer, oder bei mir war das so, ich wollte die ganze Zeit so wissen, so okay, was machen gleich Sascha und Knossi, was macht gleich Sascha und Knossi? Weil die haben so viel Stimmung reingeholt, die haben so viel Laune reingeholt. Es hat halt einfach Spaß gemacht, bei denen einfach zuzuschauen. Und die waren schon sehr wichtig, fand ich jetzt so. Sollte es jemals irgendwann wieder sein, dann stehen wir nicht mehr zur Verfügung. Oh, nicht mehr nominieren. Bitte nicht nominieren. Was? Diese Gefühle, die du da draußen hast, die man erlebt, wir hatten das jetzt. Es ist zweimal gewesen, es ist zweimal anders, trotzdem ist es irgendwie ähnlich, dieses Survival-Ding. Wir haben jetzt da alle Facetten erlebt. Ich habe meiner Familie versprochen, ich bin nicht mehr so lange weg. Es ist jetzt fertig. Für mich ist das Thema jetzt fertig. Und ich glaube, die Leute wollen auch bei der nächsten Staffel auch mal ganz andere Leute sehen. Ey, danke für die Zeit, ja, danke für die Zuschauer, danke, dass ihr alle dabei gewesen seid. Es war super. Ohne euch dürften wir das nicht wieder machen. Und wir können nur Danke sagen, dass ihr auch auf Panama uns alle so krass unterstützt habt. Auch hinter der Kamera, vor der Kamera, die Zuschauer. Vielen Dank echt. Und du meintest ja, Dave, ob wir es den anderen empfehlen können. Ja. Und ich glaube, das ist was. Nein. Wir haben gesagt, zwei Wochen ist vielleicht gar nicht nötig. Ist vielleicht wirklich nicht nötig. Auch nicht eine Woche. Weil es wird sowieso keiner machen. Was wir wirklich empfehlen können, ist, geht's mal raus, nur mit dem Wasser, esst mal nichts, Detoxing. Der Körper braucht es nicht, immer jeden Tag kacken zu gehen. Geht mal raus. Am Ende eures Lebens, habe ich auch irgendwann in der Sendung gesagt. Ja, das ist wirklich interessant, so mal so ein, zwei Tage nichts zu essen. Das mache ich nicht einfach nur so. Leider muss ich wirklich mal machen. Ich mache das mehr so, wenn ich krank werde, dann esse ich drei Tage nichts. Und wenn ich wieder gesund werde, merke ich eigentlich, wie gut das getan hat, nichts zu essen. Das ist bekloppt. Das tut den Körper richtig gut auch und für den Darm auch. Einfach nicht immer die Energie ausgeben für Essen, Essen, Essen. Weil ne, wenn du viel isst, Fleisch und sowas, das kostet viel Kraft und der Körper muss immer arbeiten. Und wenn du wenig isst, hast du auch mehr Energie, sag ich mal, für den Kopf vielleicht oder seinen Körper zu reinigen, zu reparieren. Ne, es gibt viele Probleme mit Sehnen, Muskeln, Knochen. Und dann hat der Körper mehr Zeit, sich darauf zu konzentrieren, weil er nicht immer die ganze Zeit im Magen ist. Ich hoffe, dass ihr das versteht, wie ich das meine. Und ja, das stimmt schon. Das ist schon sehr wichtig. Ich habe auch jetzt vor, im Sommer oder Frühling ein Projekt zu machen in den Bergen. Drei Tage kein Essen mitnehmen. Ne? Drei Tage barfuß habe ich überlegt, das zu machen. Und ja, einfach gucken, was ich in den Bergen finde. Ne? Dann esse ich da Walderdbeeren, Kräuter und sowas. Und einfach mal zu gucken, wie gut tut mein Körper das eigentlich gut, nicht so viel zu essen und nur das zu essen, was auch wirklich auf der Welt wächst und wie findet der Körper das, ne? So Kräuter essen, vielleicht ein paar Beeren findet man vielleicht. Tiere würde ich jetzt nicht machen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Kommt auf jeden Fall auf meinen Kanal, freut euch schon mal. Ja, weiter geht's. Wenn du am Ende auf dem Sterbebett bist, wirst du nicht denken, wow, wie waren meine Fortnite-Partien damals, sondern du denkst darüber nach, wie deine Erlebnisse waren. Das, was du erlebt hast in deinem Leben. Ich habe, lustig, Fortnite. Ich kenne das auch gar nicht, ich spiele das auch gar nicht. Gestern habe ich das mein erstes Mal gespielt. War sehr, sehr lustig. Ich habe so ein Autospiel. Ne? Fortnite gibt es ja irgendwie mit Schießen und mit Musik oder so, Gitarre. Ich kenne mich da nicht so aus. Bin ich so ein alter Fuchs irgendwie. Nenne ich alter Fuchs, aber so ein, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Und gestern mit meiner Schwester, sie so, guck mal, ich spiele Fortnite. Und ich so, ja komm, ich urteile immer und sage, ja, das ist nichts für mich. Und deswegen habe ich mal gestern angefangen, so für eine halbe Stunde. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Aber ja, am Ende, ne, was Knossi meinte, du denkst darüber nicht nach. Am Ende weißt du, ah, schade, dass ich das nicht gemacht habe, schade. Oder gut, dass ich das gemacht habe, das hat mir gut getan. Klar, es war anstrengend, es war wirklich anstrengend, aber das hat mir gut getan in meinem Leben und ja. Nur darum geht's. Und mit wem? Und mit wem? Ja, du mit wem, erlebt, ja, auch sehr wichtig. Angeschissen oder was? Hast du gesehen? Irgendwas ist runtergebröckelt. Auf mich drauf. Die war ein gutes Team auf jeden Fall. Das hat richtig Spaß gemacht. Und wir fischen auch im Meer. Wir haben es wirklich geschafft.
Ja. Stimmt, die haben auch im Meer auch Fische rausgeholt. Stimmt, das ist nicht. Die haben zwei Fischspots gehabt, wo die Fische rausgeholt haben. Einfach kranker Scheiß, Hammer. Mal so, Bärenländereien haben erkundet und mehr Bären gefunden. Auch die Flasche ist voll. Wir haben es echt geschafft. Geil, dass Sascha die ganze Zeit nicht merkt, dass Knossi so seine Hand da rausgibt und so, klatsch doch jetzt meine Hand ab, klatsch meine Hand ab. Und Sascha sieht es nicht, so lustig. Und Knossi so, oh, hier. Oh. Easy. Und Knossi so, oh Mann, ey. Oh, shit. Jawohl. Jetzt hat's geklappt. Ja. Yeah. Oh, schönes Essen. Ja, ja, ja. Echt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie krass. Ja, 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 diese Holz. Ein Holzring geschnitzt. Echt? Ja, gestern. Papa Platte hat ein Holzring geschnitzt. Vielen Dank, das ist sehr lieb. Ja, dankeschön. Max sich verlobt hat. Ah, ja, ja, schon gratuliert. Ich hab gerade so im Vorbeigehen, sie gesagt, ja, 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 Hammer, Hammer. Das war ja so, stimmt. Ich hab nichts mitbekommen, stimmt. Übelskrank. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Stimmt, ja, ja, geil. Ist geil. Einfach verloren. Oh, danke. Twimax und Romata. Fazit. Ey, Hammer. Ja, mach halt immer nach. So ist er halt. So heftig, ey, zum Glück hat es nicht funktioniert, ne? Oh, Twimax und Romatra haben ja so einen blauen Helm gefunden und die wollten da drinnen Wasser kochen. Oh, und mein ganzer Kopf sagt so, nein, hört auf, ihr trinkt, weil aus Plastik zu trinken oder heißes Wasser in Plastik nie gut oder Plastikflaschen an der Sonne zu halten, weil du hast immer Plastikpartikel, die im Wasser dann reingehen und du vergiftest halt deine Leber und deinen Körper damit. Und ich dachte so, nein, die können doch jetzt nicht in einem Helm Wasser kochen. Das ist, du trinkst doch Farbe und Chemie und Plastik, aber zum Glück ist es kaputt gegangen. Ich fand's, ja klar, es ist halt kacke, die haben kein Wasser dann gehabt, aber die haben aber am Ende das nicht geschafft und das war wirklich gut, weil die haben sich wahrscheinlich vergiftet damit, mit so einem Plastikhelm da rauszukochen. Das ist schon widerlich, glaube ich. Da ist so eine Trinkflasche, was sie jetzt haben, schon ein bisschen besser, denke ich. Weil das Plastik halt, sage ich mal, viel reiner ist, weil man weiß, dass da ist auch Flüssigkeit drin, was die Menschen auch trinken. Ein Helm ist ja, ne, die nehmen wahrscheinlich Plastik, was eh Müll ist, pressen das zusammen, da ist ein Helm da, ne? Und da haben die eine geile Idee gehabt, die haben dann Steine heiß gemacht, das fand ich so cool, das nehme ich mir auch auf jeden Fall mit in meiner Survival Festplatte im Kopf, die speichere ich mir ein, so genial, Steine heiß gemacht im Feuer und dann im Wasser reingemacht und das Wasser kochte. Richtig coole Idee, wirklich, wirklich gute Idee. Der hat auch so einen Holzbecher geschnitzt, auch richtig cool. Da ist das Schachbrett, was ich meinte, ne? Schon sehr cool. Hammer. Also was ich hier mitnehme, ist auf jeden Fall die Erfahrung. Ich wusste nicht, wie es sich anfühlt, so lange nichts zu essen. Einfach mal zu wissen, was der Körper kann, auch wenn man ihm keine Nahrung gibt. Also ich habe normalerweise so einen chronischen Husten und ein bisschen Asthma. Ich habe auch mein Asthma-Spray immer... Hast du selten benutzt? Habe ich selten benutzt, genau. Hast du dein Asthma-Spray nicht immer dabei? Oh, ich habe es nicht immer dabei. Ich habe es ins Zelt gelegt, verdammt. Also die frische Luft, super geil. Ich fand halt die Landschaft und Natur geil. Es war also insgesamt das ganze Event, die Natur, selbst durch die Mangroven schlagen, empfehle ich keinen, würde ich auch nie wieder machen, aber das einmal gemacht zu haben, so in der Situation, das war schon richtig geil. Ich bin super, super froh und dankbar, dass Fritz hier eingeladen hat. Wasserflugzeugfliegen auch geil. Ich liebe Flugzeuge sowieso. Würden wir es nochmal machen? Hier auf gar keinen Fall. Nicht am selben Spot, ja. Ich würde die Experience einmal gerne mit Angeln und Essen haben. Das wäre cool, weil vielleicht beißt du auch mal einen Tag lang nichts, sondern bist du frustriert. So dieses frustriert und freuen vom Angeln und vom Essen hatten wir ja nicht, leider. Und ich muss ehrlich sagen, 14 Tage finde ich sehr
lang. Egal, was du 14 Tage machst. Wenn du 14 Tage nur zockst oder selbst 14 Tage Urlaub drehe ich ja durch. Ja, schon nach 2 Tagen Urlaub will ich wieder nach Hause und weitermachen. Halber Monat eine Aktivität durchziehen ist auf jeden Fall hardcore, egal welche Aktivität. Ja. Also es macht unglaublich Spaß, dieser ganze Survival-Outdoor, weil das einen stärkeren Kontrast zu unserem Gaming-Alltag gibt es nicht zum Stream. deswegen finde ich das wahnsinnig faszinierend. Ja, also nochmal mitmachen, wenn genug Zeit dazwischen ist. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde auch nochmal mitmachen. Cool. Ich glaube, 14 Tage alleine würde ich nicht schaffen. Ich sag, nach einer Woche haben wir beide wieder... Staffel 4, dann 14 Tage dann aber alleine. Boah, das wäre heftig. Bock. Ja, safe. Nach einer Woche haben wir beide wieder Bock. Safe, ja. Fazit zu dem Ganzen, wie gesagt, 10 von 10 dankbar. Unglaublich geiles Erlebnis, einer der geilsten Erlebnisse überhaupt. Ich danke wirklich, ich bin nur Zuschauer, aber... Danke, Fritz, dass du diese Sendung und der ganze Kamerateam, die ganzen Leute, die dahinter einfach standen und das alles aufgebaut haben. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit, die ganzen Folgen anzugucken und immer wieder gern. Es ist mal wieder was Neues auf YouTube. Es ist mal komplett mal was Neues und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Ey, wir wissen alle, es ist nicht perfekt gelaufen, aber man findet immer was. Deswegen, es war... super schön, ich meckere nicht. Ich finde es super, wie ihr das zusammen hinbekommen habt. Das ganze Team, einfach alles. Die Kandidaten, die haben alle zusammengepasst. Super, wirklich. Ich feiere das immer gerne wieder, so eine Sendung. Top. Wirklich top. Wirklich richtig schön. Richtig schön. Auch in meinem Leben. Seven vs. Wild ist Teamleistung. Was einst mit einer Handvoll Freunden gestartet ist, hat sich zu einem großartigen Team entwickelt. Dazu gehören neue sowie auch alte Crewmitglieder. Wir sind sehr dankbar, mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Egal ob Kameracrew, alle in der Postproduktion, das Behind-the-Scenes-Team, das Produktionsmanagement, alle Medics, die Sicherheitscrew oder vor allem auch in diesem Jahr die First Nations. Gemeinsam haben diese Menschen für uns alle diese Staffel möglich gemacht. Vielen Dank, dass ihr ein Teil davon seid. Das meinte ich, ne? Wir müssen auf jeden Fall dankbar sein, Leute, dass wir Seven vs. 3 nochmal gucken konnten. Die Staffel einfach. Staffel 3. Guck mal, wie viele Leute man braucht. Wie viele Menschen das sind. Ist schon heftig. Wirklich schön. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, alle. 294 SD-Karten mit 3,5 Terabyte von unseren Kandidaten. Dazu nochmal so viel von der Kameracrew und 14,9 Terabyte behind the scenes. Das entspricht 300 Stunden Videomaterial, die wir für euch gesammelt haben. Der Moment, als wir wussten, niemand hat sich verletzt, alles ist gut gegangen, alle SD-Karten sind da, wir müssen quasi nur noch ins Hotel fliegen und eine Abschlussfeier machen. Man hat gesehen, allen geht es relativ gut, außer Jens, der hatte ein bisschen Verstopfung. Aber oh ja. aber sonst ging es allen gut. Johannes, ich glaube, das war's mit mir. Kommt da so runter. Ich kann nicht. Ich saß auf dem Pott. Ich kann nicht. Ist schwarz gewesen. Nee, aber die Abschlussfeier war dann so auch einer der besten Momente, weil man gesehen hat einfach, dass alle gerade happy sind und dass es allen gut geht. Ja, schön. Gefeiert haben wir in einer, was war das, so eine Lodge. Riesig, sah auch irgendwie geil aus von außen, also mit Blick aufs Wasser. Nee, war top. Sehr also schön. Mein persönlich größter Traum für das Format ist, wenn es vielleicht auch mal in anderen Sprachen stattfindet, dass ein YouTube-Format, was aus dem Nichts entstanden ist, zu einem internationalen Format wird. Ja, das wäre geil, ne? Das wäre schon cool. Einfach so, sage ich mal, so Übersetzer holen. Ich weiß nicht, wie viele Übersetzer du vielleicht brauchst, 20. Und jeder kriegt dann 2 Sprecher dann pro Team. Ne? Dann macht einer, sage ich mal, Sascha und einer macht Knossi dann. Und dann sprechen die das nach, was die auf Deutsch sagen. Und das kann man dann auf Englisch machen oder so. Das wäre schon cool, ja. Total crazy, wenn es dann auf einmal in den Staaten eine Staffel gibt, in Spanien, keine Ahnung. Das wäre cool. So, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir für das Format. Ich denke, das wird auch werden. Ich glaube, Seven vs. Wild wird immer berühmter, wird auch sehr, sehr geschätzt. Es wird sehr gefeiert. Ich denke schon, dass es nochmal, sage ich mal, eine neue Folge kommt. Dass es den Ursprungsspirit für immer beibehält, diesen
Anfangsmut, sag ich mal, etwas komplett anders zu machen, auf eigene Kappe, auf eigene Faust. Man muss es nicht so machen, wie wir es gemacht haben, so mit dem Kopf durch die Wand und volles Risiko, das ist vielleicht auch ein bisschen dumm. Aber so ein Stück weit, so diese Abenteuerlust auch mit in die Produktion zu nehmen, das würde ich mir wünschen. Selbst wenn es, keine Ahnung, in 10 Jahren ohne Fritz, ohne Max und mich stattfinden sollte, selbst dann wünsche ich mir, dass dieser Spirit da einfach noch da bleibt und alle einfach Bock auf das Projekt haben. Authentisch. Es muss immer authentisch bleiben. Und echt. Echt, ja. Echt ist sehr wichtig. So, Staffel 3 ist rum. Wir haben viel erlebt. Wir haben aber auch natürlich in der Staffel 1 und 2 viel erlebt, sowohl ich persönlich als auch ihr als Zuschauer. Jetzt natürlich die große Frage, Staffel 4, was macht man? Ich kann in der Sekunde keine Antwort geben, weil ich es nicht weiß. Wir wollen Sachen immer anders machen. Wir wollen nicht einfach immer genau das Gleiche nochmal machen, sondern wir wollen neue Dinge ausprobieren, wir wollen neue Geschichten erschaffen und das natürlich in einem gewissen Rahmen. Also wenn ihr Ideen habt, sprengt die Kommentare, Leute. Wird es weitergehen? Macht das, schreibt gerne dort rein, ey. Auf jeden Fall neue Ideen sammeln. Ich habe auch Bock auf eine neue Staffel und einfach komplett was Neues. Vielleicht doch, was ich gesagt habe, ne, dass man Teams rausschmeißt dann überall und die könnten sich treffen auch, dürfen aber nur einen Tag, sag ich mal, zusammen sein, dann müssen die wieder die Wege trennen und dass sie einfach alle rumlaufen dürfen insgesamt, ne, dass sie sich freien Raum haben und wirklich überall hinlaufen können und wirklich mal erkunden kann, weil dieses ganze halt in den gleichen Platz bleiben, ist irgendwann sehr mühsam. So, ja, die sind da jetzt, cool, die haben noch einen Tag geschafft, aber es wäre auch cool, wenn man so sieht, oh, ein Team läuft jetzt gerade wieder, so wie Trimax, boah, die laufen wieder 6 Kilometer am Strand lang. Es ist schon, macht auch wirklich Spaß dann. Nicht weitergehen, das ist die große Frage. Die Zeit wird zeigen. Gracias, das hat Spaß gemacht. Sehr gut. Ja, das war Seven vs. Wild. Ja, körperliche Gebrechen nach 14 Tagen, was nach der Abholung geschah. Seven vs. Wild, BTS, Folge 12. Schön, dass ihr das angeschaut habt mit mir. Schreibt gerne in den Kommentaren, was euch gestört hat mit diesem Video. Ich lerne immer noch, ich bin ein kleiner YouTuber. Ich nehme gerne Kritik an und verbessere das. Das letzte Reaktionsvideo, da hat auch einer geschrieben, der hat gesagt, ey, dein Bild ist zu groß, das klaut zu viel Platz weg vom Video, macht's mal kleiner. Ich habe es jetzt kleiner gemacht, mal gucken, ob das dann so reicht. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Sprache gut ist, ob das Bild gut ist. Ja, das freut mich immer. Und ja, schön, dass ihr das bis hier angeguckt habt. Das hilft mir voll. Schreibt gerne wirklich in den Kommentaren. Gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert mich. Ich möchte mit YouTube was machen und ich möchte gerne euch Videos geben. Ich möchte euch zum Lachen bringen, unterhalten. Und da ist es wichtig, dass ihr mich auch mögt und mich unterstützt. Und ja, das würde wäre schon cool. Ja. Und wer weiß, vielleicht mache ich auch irgendwann in 3-4 Jahren bei Seven vs. Wild mit. Dann sehen wir uns dort. Ja, macht euch einen schönen Tag. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Nächste Woche kommt wieder ein neues Video. Von mir raus. Ja, haut rein. Tschüssi.